Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nahne, Ihr Peugeot-Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. Bei mir jetzt der nächste Neuzugang des VfL Osnabrück, Thomas Konrad, herzlich willkommen. Ja, es ging alles recht schnell jetzt in den letzten 48 Stunden wahrscheinlich, ne? Ja, kann man so sagen. Also, wie es in den Medien schon stand, da war schon ein anderer Verein noch im Fokus. Ne? Aber als ich dann gehört habe, dass es die Möglichkeit gäbe, für mich zum VfL Osnabrück zu kommen, dann musste ich eigentlich nicht lange überlegen. Und deswegen bin ich froh, dass es auch so schnell geklappt hat und dass ich jetzt hier sein darf. Ja, wie in den Medien stand, ein anderer Verein im Fokus. Energie Cottbus wurde ja auch gehandelt. Die waren auch sehr stark interessiert. Und da hat es auch schon konkrete Gespräche gegeben? Oder wie stelle ich mir das vor? Also ich möchte jetzt nicht so viel darüber sprechen, aber es war schon relativ konkret und aber dann, wie gesagt, war es dann so, dass ich sehr, sehr gerne hierher gekommen wäre und dass es dann auch so geklappt hat, war perfekt und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt hier bin. Lassen Sie uns teilhaben an den Beweggründen. Was hat den Ausschlag jetzt für Osnabrück gegen Cottbus gegeben? Man spricht ja viel mit Teamkollegen und mit anderen Spielern, die auch schon hier öfters gespielt haben, auch selber beim Verein waren. Und ich habe wirklich nur Positives gehört von dem Verein, von der Atmosphäre der Bremer Brücke. Und jeder hat mir dazu geraten, wenn ich die Chance hätte, für diesen Verein zu spielen, dann soll ich das auf jeden Fall nutzen. Und deswegen war es für mich auch keine schwere Entscheidung, dann auch hierher zu kommen. Da hört man so ein bisschen raus, so ein bisschen Interesse war schon länger vorhanden oder ist das jetzt tatsächlich alles kurzfristig zustande gekommen? Nein, also es ist schon so, dass ich den Verein schon über längere Zeit auch beobachte, weil auch Freunde von mir hier gespielt haben, mit Simon Zoller, mit Timo Staffel, ein Spieler, mit denen ich immer gut lag kam und auch immer noch Kontakt pflege. Und deswegen ist es so, dass ich schon eine gewisse Verbundenheit mit dem Verein habe, wenn ich das so sagen kann. Und deswegen, ja, wie gesagt, keine schwere Entscheidung. Simon Zoller, Timo Staffelt, heißt das auch, dass Sie mit denen tatsächlich auch in den letzten Tagen dann vielleicht auch mal telefoniert haben und gesagt, was würdet ihr mir raten? In den letzten Tagen nicht. Ich habe sie im letzten Jahr, also was heißt im letzten Jahr, das Jahr ist ja noch relativ kurz. Im Herbst, im Winter habe ich darüber mit ihnen mal gesprochen, als es mal so ein bisschen Gespräche gab bezüglich des Vereins und da, wie gesagt, haben sie nur lobende Worte für den Verein, für das Umfeld auch hier gefunden und deswegen, ja. Gut, und Sie sind letztendlich auch wahrscheinlich froh jetzt, der Vertrag läuft ja jetzt erstmal bis zum Saisonende, weil es bei Viktoria Berlin ja auch nicht mehr weiterging jetzt, ne? Ja, genau. Das ist nicht nur für mich, sondern für alle Spieler bei Viktoria war das keine einfache Situation. Deswegen muss man wirklich sagen, dass es jetzt für mich dann auch perfekt ist, dann auch nochmal den Sprung zu schaffen, nochmal in die dritte Liga, dann zu so einem Verein wie dem VfL Osnabrück, die ganz oben stehen in der Tabelle. Ich meine, also ich bin glücklich, dass es dazu kam, weil ich glaube, es ist nicht selbstverständlich. Deswegen, ja. Osnabrück, Sie kennen ehemalige Spieler, aber selber gespielt hier haben Sie noch nicht, ne? Nein, leider nicht. Also wie gesagt, ich habe nur davon gehört, ne, von der Atmosphäre, die mich dann hier erwarten wird an der Bremer Brücke, aber selber gespielt habe ich noch nicht, deswegen es wird. Aber wenn wir von der Atmosphäre sprechen, entsprechende Atmosphäre haben Sie ja schon in Ihrer Laufbahn erlebt. Wenn ich nach Schottland blicke, in Dundee, da war ja doch auch immer eine Menge los in den Stadien, ne? Ja, absolut. Also im Celtic Park zu spielen oder im Ibrox Park bei den Rangers, das war schon ein einschneidendes Erlebnis in meiner Karriere, weil sowas habe ich dann auch noch nicht erlebt, vor allem auch mit der Atmosphäre. Deswegen, ja, habe schon viel erlebt, aber ich bin bereit, Neues zu erleben, neues Stadion auch kennenzulernen, vor allem hier. Aber ein ausverkauftes Haus wie jetzt möglicherweise am Samstag, wenn der VfL den SV Meppen empfängt und das Stadion ausverkauft ist, das kann Sie nicht beeindrucken? Beeindruckend nicht, also je nachdem, ne? Ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommt, ne? Aber ich denke, dass es trotzdem für jeden Fußballer schon immer was Besonderes ist, wenn man in volle Stadion reinkommt und wenn man dann die Fans hört. Beeindruckend in dem Sinne nicht, dass ich nervös werde oder Angst habe, das auf jeden Fall nicht, sondern dass mich das motiviert, dann richtig Gas zu geben auf dem Platz. Sie sind Innenverteidiger, ist Ihre Hauptposition, sind aber defensiv flexibel einsetzbar. Die Innenverteidigung ist aber Ihre Lieblingsposition. Ja, genau. Also ich bin ausgebildeter Innenverteidiger schon seit klein auf und das ist meine Stammposition, aber ich fühle mich auch auf den anderen Positionen wirklich wohl. Aber Sie wissen, dass Sie es hier mit Member von Konkurrenten sprechen, mit der besten Verteidigung in der dritten Liga zu tun haben. Adam Susac und Maurice Trapp, die im Moment das Innenverteidiger-Duo in der Regel bilden. Diese Konkurrenzsituation, wie gehen Sie damit um? Ja, also ich bin mir natürlich bewusst, dass die zwei Jungs das richtig gut machen und auch richtig, richtig gute Innenverteidiger sind. Ich werde alles geben. Ich bin hier nicht hergekommen, um den Jungs zuzuschauen von der Bank und ihnen zuzuklatschen. Deswegen, also ich werde ihnen Druck machen als
als Mann da hinten dran steht. Und ich hoffe natürlich, dass wir dann alle zusammen als Team unser Ziel erreichen. Und das Ziel heißt, was hat es in den Gesprächen mit dem Sportdirektor und dem Trainer gegeben? Ja, also wenn man die aktuelle Tabelle anschaut, dann ja, ich will nicht Fünfter werden. Deswegen, ja. Deswegen, also Platz 1 bis 4? Wäre nicht schlecht, ja. Die Trikotnummer, werden Sie die 31 behalten oder wie ist das hier geordnet? Ich weiß gar nicht, ist die 31 besetzt? Das weiß ich auch nicht. Also ich habe mich jetzt für die Nummer 16 entschieden. Für die 16? Ja. Hat das einen besonderen Grund? Nicht unbedingt. Also eigentlich bin ich, hätte ich immer gerne die 4, ne? Die ist leider schon belegt. Ja, Freunde und Familie haben sich dann mit mir entschieden, dass die 16 die richtige Nummer ist. Freunde und Familie, die muss man da tatsächlich mit einbeziehen bei einer Trikotnummer? ja, also es war gestern so ein bisschen das Gesprächsthema kurz, dann war aber die Wahl war relativ eindeutig, deswegen habe ich dann gesagt, okay. Wofür steht dann die 16? 4x4. ja, 4x4. So, das ist auf jeden Fall eine richtige Aussage. Thomas Konrad, ich wünsche Ihnen viel Glück hier in Osnabrück. Viel Spaß. Perfekt, vielen Dank.